Sean verliebt in die Ex von Justin Bieber. Sean hat Schlafprobleme. Sean leidet unter einer dissoziativen Identitätsstörung. Ist das wahr? Oder könnte das alles gelogen sein? Wir testen euer Wissen über den heißen Kanadier. Zieht euch das rein! Sean Peter Raoul Mendes erblickte am 8. August 1998 in Toronto das Licht der Welt und begann seine Karriere im Alter von nur 14 Jahren auf der Videoplattform Vine. Heute ist er ein Megastar. Hier kommen 6 Fakten über Sean Mendes und du musst entscheiden, ob diese gelogen oder etwa wahr sind. Los geht's! Nummer 6. Sean Mendes wollte eigentlich gar kein Sänger werden. Schon als kleiner Junge träumte Sean davon, Schauspieler zu werden. Er wurde sogar zu einem Casting des Disney Channels eingeladen, wo Stars wie Britney Spears, Demi Lovato, Miley Cyrus, Selena Gomez, Justin Timberlake und sogar Ryan Gosling ihre Karriere starteten. Doch leider war er zu aufgeregt, weshalb sie ihn gleich wieder nach Hause schickten. Na, ist das so passiert? Oder verarschen wir euch hier gerade gewaltig? Entscheidet jetzt. Lüge oder Wahrheit? 3, 2, 1. Wahrheit. Er wollte in Wirklichkeit Schauspieler werden. Da es aber nur Absagen regnete, brachte er sich mit YouTube-Tutorials selbst das Gitarrespielen bei. Der Rest ist Geschichte. Mittlerweile traut er sich mehr vor der Kamera und hat sogar schon in der Serie The 100 eine Gastrolle gehabt, inklusive Prügelszene. Come on, what do you guys want for it? One song. Day. Nummer 5. Sean hat eine gespaltene Persönlichkeit. Sean spielt seine Hits mittlerweile vor einem Millionenpublikum live und ohne Probleme. Doch ausgerechnet, wenn er alleine ist, fühlt er sich in einer bestimmten Situation so unwohl, dass er sich in eine andere Person verwandeln muss, um seinen Job ordentlich hinzubekommen. Was ist es denn? Fortgeschrittene wahnhafte Schizophrenie mit unmotivierten narzisstischen Wutausbrüchen. Was denkt ihr? Lüge oder Wahrheit? Entscheidet euch jetzt. 3, 2, 1. Es ist die Wahrheit. Nur bei Fotoshootings wird Sean schüchtern. Damit die Bilder gut werden, verwandelt sich der 19-Jährige in die Rolle eines feurigen Südländers. Ach, ich brachte Exemplar, ich bin furchterregend. I've had to create this alternate personality. His name's Benito. So when I go into photoshoots, I just have to get into character because I'm so awkward and so uncomfortable. So what does Benito look like when the camera's on him? Wait, hold on. He like does like very like smoky eye looks and stuff. Nummer 4. Sean Mendes war mal in Selena Gomez verliebt. Selena Gomez ist 6 Jahre älter als Sean und war schon ein Star, als der kleine Sean noch als Babybäuerchen gemacht hat. Oh na. Wir finden ein altes Wein, das ihn in seinem Kinderzimmer zeigt. Im Hintergrund ist ein Rahmen mit einem Bild der Ex von Justin Bieber zu sehen. Erst kürzlich gab Sean in einem Interview zu, dass Selena sein Jugendcrush war. Was meint ihr? Ist das wahr? Oder tischen wir euch hier einen saftigen Schmarrn auf? Lüge oder Wahrheit? 3, 2 und 1. Lüge. Selena war es nie. Um euch reinzulegen, haben wir das Video bearbeitet. Dafür schwärmte der große Harry Potter-Fan für die süße Emma Watson. Die wären doch eigentlich auch ein süßes Paar, oder? Nummer 3. Mücken können ihm zum Verhängnis werden. Schwüle Sommernächte können Sean schon mal richtig Angst machen. Denn nicht nur Fans fliegen auf ihn, nein, auch Stechmücken. Und das gepaart mit einer Allergie ist keine gute Mischung. Mückenstiche können bei Menschen mit einer Allergie Atemnot verursachen und im schlimmsten Fall den Tod bedeuten. Scoop. And there he goes. Was glaubt ihr? Stimmt es, dass Sean allergisch auf Mückenstiche reagiert? Entscheidet euch jetzt. Lüge oder Wahrheit? 3, 2,
1. Wahrheit. 2014 twitterte er, dass er allergisch auf die Bisse der Blutsauger reagiere. Fun Fact: Nur weibliche Mücken stechen. Klar, dass sie sich da den heißen Sean aussuchen. Nummer 2. Shawn Mendes hat einen geheimen Song über Pizza gemacht. Shawn liebt Pizza wie Hunde Eis. No, Cooper. Daisy gets hers first. Because Cooper eats his too fast. Deshalb schrieb er eine Liebeshymne an die belegte Teigscheibe, gemeinsam mit seinem Homie Ed Sheeran. Glaubt ihr nicht? Oder stimmt das doch? Nicht einfach. Also, Lüge oder Wahrheit? 3, 2, 1. Das ist der Wahrheit. Als Sean mit Ed im Studio hungrig auf den Pizzaboten wartete, erfanden sie vor lauter Verzweiflung ein Pizzalied. Sean kann es am besten erklären. We were just chilling in a room and I started playing some chords and then we were waiting for the pizza and like we were really hungry and we were like just talking about all the good things about pizza. Maybe I should record it. Spannend bleibt, ob sie den Track mal rausbringen. Nummer 1. Sean kann nicht ohne Licht einschlafen. Ihr hört richtig. Wenn Sean in die Haie muss, kann der Megastar nicht ins Land der Träume, ohne dass ein kleines Licht im Zimmer leuchtet. Ob er wohl Angst vor Monstern hat? Wenn du gehst, werde ich dich fürchterlich bestrafen. Ich werde dir alle deine Faltencremes wegnehmen. Was denkt ihr? Ist da was dran oder alles erstunken und erlogen? Lüge oder Wahrheit? 3, 2, 1. Reingelegt. Die Geschichte haben wir uns ausgedacht. Er kann aber im Tourbus besser schlafen als zu Hause. Da wird er wahrscheinlich wie ein Baby in den Schlaf geschaukelt. Na, wie lief es für euch? Seid ihr etwa Experten und gebt ihr bald Nachhilfe im Fach Mendeslogie? Oder müsst ihr die 12 Millionen Google-Ergebnisse zu Sean Mendes mal kurz überfliegen, um den Kanadier besser kennenzulernen? Punktestand unten in die Kommentare. Freunde herausfordern, ob sie besser sind. Und Kanal abonnieren, damit ihr kein cooles Video mehr von uns verpasst.